Du dahin. Hallöle, da bist denn du jetzt? So. Hallöchen, Leute, wieder da. Jetzt gucken wir mal, wo die Rotzlöffel eigentlich sind. Diese haben sich bestimmt wieder alle versteckt. Akela. Ja, die wollen heute irgendwie nicht so wirklich rauskommen. Aber jetzt muss ich noch nebenbei ein bisschen Musik anmachen. Sonst ist es ja bei Diablo ein bisschen langweilig. Ne? So, mal gucken, dass ich das irgendwie wieder bisschen ändere. Mal gucken. Was willst du mit alles? Warte. Nein, oh, will ich doch jetzt gerade gar nicht. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Hier, Hallöle. Du, dich. Moment. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das blöde Ding jetzt nicht mehr nervt. Ich hoffe bloß, dass bei mir jetzt mal das Video lädt, so zwischenzeitlich mal. Es wäre mal schön. Also der Stream läuft. Ja, aber bei mir lädt es wieder die ganze Zeit nicht. Das geht mir voll auf den Senkel. Ich habe es denen schon geschickt, dass es irgendwas nicht funktioniert. Ich natürlich keine Ahnung habe, was es eigentlich ist. Und mir das etwas auf den Sack geht. Sollte mir nicht auf die Lippen beißen. Guck mal, meine neuen Nägel. Schick machen lassen so. Finde ich ganz toll. Was willst du machen? So ein bisschen Riften, Griften oder Bounties machen. Oder Goblin Rift. Wir können ein bisschen riffen und dann Goblin Rift oder so. User joined your channel. Willkommen im Stream. Willkommen, willkommen. Du musst mal auf dein Handy. Meinst du mich? Ja, David ist nicht mit Mosi. Nein. Ah, na, ich. Nee, also heute Mittag war es noch voll. Sorry, Mause. Hab das nicht gelesen gehabt. Weder von dir noch von Richard. Nee, tut mir leid, ich muss morgen nach Bad Mergentheim. Geht nicht. Ich weiß nicht, ich fahre mit Robin 10:45 Uhr hin. Ob das dann, vom Ganzen her funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich morgen Abend streamen kann. Deswegen alle ein bisschen doof morgen. Deswegen, oh Gott, bist du bei mir leise eingestellt. Sag mal was. Ja. Na, perfekt. Du bist ja auch wieder lauter. Okay. Nee, das tut mir ganz arg leid, aber geht leider nicht. Ich kann höchstens gucken, dass ich mich morgen nochmal melde. Wenn wir soweit fertig sind, aber ich habe keine Ahnung. Weil ich war heute nochmal bei meinem Hausarzt, habe Laborwerte abnehmen lassen. Und habe heute Nachmittag die Laborwerte abgeholt. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Bin schicker weggeflogen, hä? War schlimm, oder was? Ich habe schon einen erhöhten CRP von 14 bis 18. Ja. Jetzt hatte ich einen von 21. Oh.
Alter. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Mal rausfinden, woran das liegt. Ich werde wahrscheinlich demnächst wirklich die Mandeln rausmachen lassen. Ja, Gott sei Dank, wirklich. Ach, halt die Klappe. Bei dir kann ich ja da nicht bleiben, das ist ja auch kacke. Deswegen, ich weiß gerade nicht, wie ich das alles anstellen soll. Und meine Magen-Darm-Spiegelung habe ich auch bald. Von dem her, ja. Kommt Zeit, kommt Rat, aber ich habe langsam keine Zeit mehr irgendwie. Mir geht es echt langsam auf den Sack und morgen wird halt besprochen, wie es überhaupt weitergeht. Weil ich habe echt gerade selber keine Ahnung mehr habe. Mir geht es eigentlich so körperlich total gut. Aber irgendwie spinnt es halt die ganze Zeit immer. Und ich habe keinen Plan, wieso. Deswegen, mich nervt es einfach. Naja, glaube ich dir. Und ich kann die ganze Zeit keine Medikamente bekommen. Kann auch sein, dass es jetzt eine dauerhafte Erhöhung bei mir ist. Aber, ja, bescheiden ist es trotzdem. Deswegen. Ja, wow, quasi. Okay, du bist vor. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich kann es auch runterschrauben für dich, wenn du möchtest. Wenn ich auch was machen soll, oder zumindest soll, dann werde ich vielleicht nicht. Vorsicht, Eis. Danke. Aber das Eis macht mir am wenigsten aus, das macht mir im Moment auch viel aus. Achso, blau brauche ich ja gar nicht mehr, habe ich ja gesagt. Okay. Oh, warte mal, ich habe einen Dead schon drauf. Mhm, schön. So, geh schon mal vor. Mhm. Schlechter Ring. Hi, Bauminator. 80. Ein Jahr jünger. Ja, das ist echt zum Rotzen, hey. Vorsicht, Arkan. Mhm. Er hatte bloß das Kleine. Das ist nervig. Ich muss mal da noch schön rein. Hallo? Boah, jetzt hat's mich da wieder rausgeportet. Hey, ich krieg einen Vollhorn. So, ab und an will ich wieder meine Flügelchen haben. Danke. Und wie viel Schaden machst du momentan? Meine Kühe oder ich? Du. So knapp 3 Mille Crit. Wenn ja. Ich kritte, normal. So, 200.000? 300.000. Wird doch schon besser. Ja. Okay, siehst du, das war für mich auch zu viel gerade. War für mich auch gerade zu viel. Aber, ja, aber pass mal auf, wir reduzieren mal. Wie weit kannst du? Was denkst du? 4? 4 wird schon heftig, könnte heftig werden. Aber 4 können wir mal probieren. Gut, dann machen wir mal 4. Für ja, David zuliebe, machen wir es mal auf Fall 4. Hä? Mach mal, wir rennen die ganze Zeit die Viecher. Dann beweg dich wieder in meine Richtung, bitte. Das sieht doch wesentlich. Da rotze ich halt ein bisschen durch, ne? Ich hab hier nicht die Drecksau und ich bin weg. Tja. Alter. Diverse Sachen müsstest du halt doch noch lernen, ne? Ja, was denn? Ich halt nicht gut equipped, da kann ich halt auch nicht viel machen. Ausweichen kannst du trotzdem. Ja, nee, ich hab nur einen Skill dafür. Und wenn der Ablenkzeit hat, kann ich nichts machen. So was nennt sich Laufen. Durch die Monster durch, oder was? Nee, den Monstern, von den Monstern weglaufen. Nicht durchsehen, durch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir lassen da ein bisschen was fallen.
Ach, ihr geht mir schon wieder auf den Senkel, ihr Jungs. Arkan ist mit dabei. Ja, ich seh's grad. Wenn ich jetzt noch irgendwie mal in die Richtung kommen könnte. Jetzt gleich nicht mehr. Sag ich doch jetzt gleich nicht mehr. Ah, ist immer in der Sackgasse da. Da komme ich nicht raus. Ach, das Ding ist ja komisch da. Du läufst gerade in eine andere Richtung, wie ich. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Ich laufe immer erst draußen rum. Na, ich komme so bald wie möglich. Probier einfach zu überleben. Alter! Bin schon unterwegs. Uiuiui. Bin schon da. Alter, Alter. Also überleben kann ich mehr oder weniger, aber Schaden mache ich halt noch nicht wirklich. Macht nix. Kriegen wir auch noch alles hin. Aber das ist jetzt bloß, ja, das ist mittlere Gefängnis. Ist okay. Na, schön wieder Lecce. Ich sollte mal echt Lecce Loot Timer reinmachen. Na, komm. Gibt's halt, hier ist halt das Praktische, hier gibt es halt ziemlich viele Packs, deswegen ist Friedhof und hier Gefängnis recht gut eigentlich immer. Eis, Vorsicht. Ach, Eis macht mir nicht viel aus. Arkan oder Blitz ist schlimm. War ja gar nicht klar hier. Blöde Zwiebel, wie los ist. Wow. Ja, ich bin dabei. Ja, ich merk's gleich. Das sind nur normale. So krass. Oh. Ach man, jetzt komm ich hier nicht drüber, oder was? Nee, das ist manchmal echt ein Witz. Bei manchen Sachen kannst du drüber springen oder durch. Auch mit dem Zauberer oder so. Und bei manchen Sachen kommst du gar nicht hin. Ist dann manchmal echt nervig. Du oller Schisser. Nein, überlebe die einfach nur nicht alleine. Ah. Vor allem, wenn man die Kühe nicht. Oh, Feuerkette. Lebensband ist viel lustiger. Recken sie schneller. Was springen die Dinger überhaupt? Feuerkette, wenn du da durchläufst, dann kriegst du Schaden. Lebensband, da teilen sie sich den Schaden. Ah, okay. Wo sie bekommen und gibt's noch irgendwelche? Ich kenne bisher nur. Ich kenne auch gerade nur im Moment zumindest bewusst jetzt nur die zwei. Ich glaube, Gift gibt's keine. Sonst weiß ich nichts. Ja, komm mal.
Siehst du, ab und an geht's, aber nicht immer. Oh, guck mal hier. Hier so ein Schrein für dich. Hm? Ich komm gleich. Schon wieder ein Legend. Was will ich denn damit? Party, vor der du jedes Mal davon rennst? Du warst ja dabei, von daher. Oh, das ist Macht, okay. Sag ich doch, da ist nichts mehr großartig. So, dann können wir ja eigentlich wieder abfatzen. Im Gefängnis bin ich immer ziemlich gründlich, weil hast du ja gesehen, wie viel Packs da jetzt gegeben hat. Ja, ja. Deswegen, das ist immer. Wo bleibst du? Ich hab da noch eine Truhe gefunden. Ah, okay. Na ja, gut, solange nichts Ledge hier rumliegt, ist mir das egal. Ja, genau. Aber siehst du jetzt, im Gefängnis haben wir schon fast komplette Teilfolge gekriegt. Und das halt nicht schlecht ist. Ich hab grad so eine schöne Chill-Musik, her, leckt mir im Arsch. Explosion, Vorsicht. Jetzt machen wir den noch schnell hier fertig. So. Ach, Tetris. Was, Tetris? Mhm, die heißt Tetris. Dum, 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 dum. Ja. Jetzt war ein bisschen anders da geschrieben, aber prinzipiell gesehen heißt es Tetris. Oh, Mädel, bleib doch da, hä? Danke. Alter. Oh, ein Schlüsselstein. Wer hätte es gedacht? Oh, ich bin voll. ich brauch ein Portal. Ja. Bin gleich wieder da. Ja, ja, passt schon. Ich dackel gerade noch ein bisschen durch. So lange, bis du dein Zeug geholt hast. Du kannst ja gucken, ob hier noch irgendwie Ledge hier rumliegt oder so, aber ich glaub's gerade nicht. Wir waren gerade nicht großartig Gegner. Bisher noch nicht. Ich habe auch keine Lust gerade mehr. Explosion. Okay, jetzt bin ich auch voll. Aber den nehmen wir noch mit. Den Brunnen. So. Ich
irgendwas? Ja, ich habe was Blaues eingepackt, das wollte ich nämlich nicht. So. Wegen mir können wir jetzt. Was spielst du? Ach nee, ich hab Elite geschrien. Ah. Elite! Also spielst du auch Diablo. Ja, ja. Und habt ihr euch jetzt überlegt, ob ihr eigentlich mal Borderlands versuchen wollt? Und was für Patrick. Und eine Maske für seinen Hexen. Quatzekottel? Kann sein, keine Ahnung. Irgendeine Maske. Oder Gerams Maske, das sind so die. Irgendwas, das er. Was macht die Maske? Keine Ahnung. Irgendeine Maske. Das ist doch immer gut. Warum hast du nur eine Maske auf? Ne? Ja, warum liegt hier Stroh? Mhm. Das Gespräch hatten wir schon öfter mal. Ja. Boah, das interessiert mich. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Also ich habe hier eine neutrale Waffe, wenn du lustig bist. Ja, ich habe ja hier noch einen Haufen Waffen, Einhandwaffen. Aber ich will ja eigentlich meine Kühe nicht wegschmeißen, weil sie ja doch den Hauptteil meines Schadens ausmachen. Ehrlich sagen. Oh, aber ich glaube, die Waffe hier ist gar nicht mal schlecht. Die ist mal recht nice. Ich glaube, den hebe ich sogar mal auf. Das ist. Nur scheiße, dass da kein Sockel dabei ist. Puh. Puh? Puh, ja. Ihr beschwört manchmal einen geisterhaften Champion der Gefallenen, wenn ihr angreift. Der wäre ja eigentlich mal schon was Nices, aber jetzt habe ich keinen Plan. Den tue ich mir einfach mal aufheben. Ich habe zwar keinen Plan davon, aber jetzt, ja. Mach mal halt mal. Oh. Jo, was willst du jetzt spielen? Lass mal bitte noch mal so einen Vierer machen. Ein Vierer? Ja, hier so einen kleinen Rift. Ich will jetzt mal sehen, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Okay. Waffen. Du kannst gerne aufmachen, wenn du willst. Okay. Ich join nach. Och nö. Och nö, was denn? Och nö. Och nö, ich hasse die Viecher. Die sind nervig. Boah. Ja, die ratzen mal kurz weg. Ja, nee, musste bei den anderen probieren, weil die sind auch scheiße. Ich hasse die selber, die Hammerfürsten. Die sind richtig kacke. Ich mag die auch überhaupt nicht. Das sind Gegner, die gehen mir selber voll Kanne auf den Senkel. Okay, also wirklich viel Leben habe ich jetzt nicht mehr. Mir fehlen knapp 1100 Liter. Das ist natürlich kacke. Was ist dann der Zusatz, was dich so begeistert hat an der Waffe? Einfach nur, dass ich schneller zuhaue. Ah, okay. Ja, dann viel Spaß. Hier, ich tue sie dir mal zusammen. Ich kill hier nochmal. Also ich glaube, ich mach ungefähr. Also hittechnisch mache ich, würde ich sagen, fast den gleichen Schaden. Weil ich kann die Kühe nicht. Ja, du musst halt bedenken, dass du sowieso irgendwann deine Kühe aufgibst wahrscheinlich. Die Fledermaus, ich hau zu, ja. Sie schwingt weg. Komm wieder hin, ich hau wieder hin. Sowieso beim Schinken. Warte mal, David, ich hab dich gerade nicht verstanden. Was? Sorry? Wenn ich was Besseres finde, muss ich die auch gerne aus. Das ist ja nicht. Aber was Besseres finden. Na klar. Du weißt ja, was eigentlich benötigt wird. Das ist schon klar, dass es ein bisschen schwierig zu machen ist. Ich habe jetzt keine Lust gerade, den zu nehmen. Wir rotzen hier einfach so durch. Aber funktioniert doch besser. Oh, da kommen Packs. Jawohl. Oh, scheiße. Ach komm schon.
bin ich jetzt blöd? Ich will jetzt keine direkte Antwort haben. Das war eine reine Info. Mhm. Gut, dass du dazu gesagt hast. Sonst hätte ich geantwortet. Ja, ich auch. Aber er kennt uns halt, ne? Schaden. Wenn du sowas vorlegst, müssen wir einfach. Das hab ich auch nicht. Das ist schön. Ja. Gezett. Oh, ich trau mich nicht zu drücken. Drück, hallo. Drück, 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 drück. Kadala immer. Nee, Kadala, kriegst du nichts Besseres. Die blöde Foodie gibt nie was Gutes. Ey, ich hab mein komplettes Set voll. Also. Sei froh, hey, wenn du mal irgendwie was voll hast. Sei froh. Echt, ich hab so ein Pech mit der blöden Fotze. Nee, eigentlich, ich hab komischerweise. Bevor ich das Set nicht voll hatte, hab ich immer irgendwas gekriegt. Aber jetzt irgendwie, jetzt suche ich ja was Legendäres. Sobald du irgendwas haben willst, ja, was du vorher vielleicht nicht unbedingt wolltest, sondern es immer Zufall gewesen ist, vergiss es. David, ich will den Stab haben, weil der für eine Fertigkeit gut ist. Der setzt die Ablenkzeit runter. No. Dann habe ich nämlich fast gar keine mehr. Bei welcher Fähigkeit denn? Bei allen. Nee, nur den Schlag der sieben Fäuste. Ah, okay. Ah. Na gut, dann kannst du durchrotzen. Das stimmt. Wieder offen? Alter, ihr könntet auch mal. Ich dachte, ihr macht mal wieder einen Arsch offen, die Jungs, oder? Ja. Wie so oft, ne? Nein! Wir spielen nicht in einer Popo-Bar. Ja, ja. Aha. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ja, ja. Muss erinnere mich doch mal, dass ich den Kristall reinsetze. Setz einen Kristall rein. Mhm. Hier ist eine Elite, müsste reinkommen. Lol! What the fuck? Du rumgeportet eben. Ja. Sehr froh, hat dir wahrscheinlich gerade einen Arsch gerettet. Maike, du pustest. Musst du es nicht noch absichtlich machen? Du solltest sie doch inzwischen kennen, Mädchen. Ja, aber ich stehe da nicht so drauf, wenn man mir ins Ohr leise prustet. Das ist ja nicht mal leise. Ja. Ja, tut mir leid, die Ratten haben so gut wie komplett meine Schutzhülle weggefressen vom Headset. Dadurch ist das natürlich ein bisschen freigelegt und dadurch puste ich und bruste ich ein bisschen mehr. Ja, mal nicht so schlimm wie ich in den letzten paar Tage. Nein. Oi, das hat mich auch zerlegt jetzt. Ich hab jetzt auch zwei Epic-Teile innerhalb einer Minute gekriegt. Ich hab vorhin drei innerhalb von zwei Minuten.
Ja. Ich hab so wenig Prozent auf dieses Magic Finder. Ups, schön, dass das gesagt hat. Ich bleib mal liegen. Oh, und ein grünes Teil. Dreck! David, du kriegst das auch noch. Irgendwann. Das war am Anfang bei mir auch so, ey. Es gibt für einen Mönch sieben Sets. Die für ihn. Ja, sei doch froh. Ich hatte jedes Set bald voll. Hast du wenigstens die Auswahl? Wie war das so, Qual der Wahl? Ich hab Inners habe ich jetzt abgelegt. Ich habe jetzt ein anderes. Damit ich mehr Zähigkeit hab. Ich mach auch mehr Damage jetzt. Oh, wieder am Arsch der Welt, hey. Anstatt mal dahin zu porten, wo eigentlich schon frei ist, nein. Ach ja, natürlich. Tut mir leid. Ja doch. Vorsicht, der haut ein bisschen arg rein. Was? Froster? Ja, Froster, die explodieren auch. Froster ist für alle. Die explodieren auch, die Viecher. So. Ausmachen, so krieg ich Kopfschmerzen. Dann nimmst du eine Tablette, legst dich schlafen oder hörst du auf zu zocken? Nee, kann ich abgeben oder liegt noch Zeug? Nicht unbedingt zwangsweise. Was? David, brauchst du noch irgendwie was oder kann ich zumachen? Ja, ich muss nochmal rein. Okay. Ah. Sind ja noch welche. Ich habe blaue Sachen aufgenommen. Oh mein Gott, was ein Frevel. Ich habe so viele blaue Sachen. Jetzt habe ich genau 3000 Stück. Na, reicht's ja mal. Aber solange du gerade noch hier beschäftigt bist, ich muss mal aufs Klo. Bis gleich. Das war Benjamin Blümchen. Oh, was bringt denn ihr da alles mit, ey? Ich hab mal gerade
bis dass wir fertig sind, ne? Ich geh raus. So, wieder da. Danke. Nehme ich den Schatzgoblin raus. Hast du zugemacht? Nee, noch nicht. Aber dann gehe ich kurz mal. Ja, hättest du zumachen können. Kann ich zumachen? Ja. Gut. Wundern, ich probiere gerade. Meinen Joghurt zusammenzumischen. Würden viele nicht verstehen, warum ich so eine Mischung mache, aber schmeckt gut. Mir zumindest. Scheiße. War das Wort für die weiche Masse? Hi, Cass. Was magst du jetzt machen? Nach Goblins gucken? Können wir machen. Ja? Okay. Dann suchen wir ein bisschen nach Goblins. Mal gucken, ob wir Glück haben heute. Letzten Zeit hatten wir es ja öfter mal wieder nicht. Sag dann, wenn du soweit bist. Ich rühre so lange mein Joghurt rum. Rühr du, ich bin fertig. Okay, fangen wir in Akt 1 an. Okay. Von ganz vorne. Mach mal eine Agonie 2. Viel Spaß noch, sag liebe Grüße. Also, wir gehen morgen dann einkaufen, also brauchst du dich auch nicht melden, deswegen. Ich denke mal, wir gehen morgen Mittag gleich. Okay, ja. Ja, nee, ich bin halt schätzungsweise 2-3 Stunden auf jeden Fall weg, deswegen. Und. Ja, gut, das würde auch abends gehen, er hat ja frei, so ist das nicht. Also, ich weiß halt nicht, was die morgen mit mir anstellen wollen, weißt du? Deswegen ja, kann ich halt. Nicht sagen, wie fertig ich da bin. Also wir warten, bis du circa um, was weiß, bis 15 Uhr dich gemeldet hast und wenn du dich nicht gemeldet hast oder ja. Geht nicht, dann gehen wir selbst. Kann man machen. Okay, das ist lieb. Ist in Ordnung. Dann habt noch einen schönen Abend, ne? Jo, ebenso, danke. Drück dir morgen die Daumen, dass es nicht so schlimm wird. Ja, wird schon nicht schlimm. So, arg ist das jetzt nicht. Das sag ich. Wird schon werden. Genau. Also tschüss ihr beiden. Ciao, ciao.
User disconnected from your channel. So. Guck mal jetzt mal, ob wir jetzt ein paar Goblins finden. Vielleicht hat Annika ein bisschen Glück dagelassen. Hätten wir denn nicht eher Richard in den Stream holen müssen? Warum? Weil der ist so ja. Viel Glück hat. Dem glüht ja das Glück so regelrecht aus dem Arsch. Ist halt mal so. Was spielt der Fun-Character nochmal? Im Moment ein Magier. Ja. Kann gut sein, sowas. Dass da sowas vorkommt. Wieso haben die erhöhte Chance oder was? Nö, aber. Ich schätze mal, sowas kann gut vorkommen bei Magiern, ich weiß es nicht. Hier ist einer. Ich komm. Ja, ich guck mal, lass dich denn in deine Richtung ein bisschen lock. Oh, der ist schon tot. Meine Viecher haben den schon gekillt. Aber da war nichts dabei. Nichts Besonderes. Nee, also wenn, dann müssten wir gucken, dass wir in dem Fall wirklich T6 fast machen. Weil. Da ist halt die Drop-Chance um einiges höher, dass er wirklich einen Rift aufmacht. Aber, naja, gut. Jetzt gucken wir halt mal so. Ja, dann geh ich halt raus. Nee, wir können das schon so machen, so ist nicht. Das dauert aber wahrscheinlich dann viel länger. Die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, heißt nicht hundertprozentig, dass es auf jeden Fall was wird. Wo ist das denn jetzt? Halt. Speicherpunkt toll. Nein, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Obwohl, eigentlich könnten wir doch gehen. Komm, geh mal. Laufen wir heute mal rückwärts. Ja, schau in meinen Streaming-Highlights. Da gibt's noch ein paar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr gering, dass man sowas natürlich auch erwischt. Manche haben mehr Glück, manche weniger. Wir sind eher von der Partie. Wir haben weniger Glück. Oh, wenn wir gerade davon reden. Ein Regenbogengob. Aber wir hatten immerhin schon mal einen. Oder was ist das für ein Gob? Ein Regenbogengob, sag ich doch. Ja, cool. Toni. Ach, die Annika, die direkt hat übrigens den Schlaf gemacht, um immer reinzukommen, ne? Ins Pony-Level? Ja, ja. Ja, das brauche ich nicht. Wie eine Blöde, hat sie gesagt. Und wieder einmal ein Pony-Level. Ich find's lustig. Yay, Pony! Ich finde es einfach cool. Deswegen habe ich mir jetzt mit Absicht keinen Stab gemacht, weil für mich ist es mehr ein Highlight. Anstatt dass ich sage, boah, ich gehe da jetzt jedes Mal rein. Von dem her, ich finde das so viel cooler. Dass es mal so ein schöner Ausgleich ist. Deswegen. Da kann man dann wirklich gucken, ob da was wirklich rauskommt. Und hier kann ja noch dieses Regenbogenschwert droppen. Was natürlich, das Regenbogenschwert. Kann hier. Ach, das Laserschwert. Ja, genau. Kurz gucken, hier oben ist noch ein bisschen was. Wie üblich gehen wir natürlich das komplette Pony-Level durch. Sonst werde ich stinkig. Er kann überall ja sein. Ich habe ein Einhorn getötet. Und du stehst wieder neben deiner Leiche. Oder neben deinem Grab. Mhm. Runter, wo willst du hin? Ha.
Ich finde, die sollten den Barbaren mal ein bisschen buffen. Buffen? Ja. Die könnten den generell ein bisschen stärker machen. Was ja relativ sowieso schade ist. Ja, weil eigentlich müsste der entweder wesentlich mehr einstecken können oder zumindest mehr aufteilen können. Prinzipiell gesehen ist das ja auch so. Du hast nur noch die richtigen Sachen nicht gefunden, das ist halt das Problem. Ja, aber der Ding hat ja gesagt, generell sind die Barbaren im Moment. Ja, sie sind schon unterpowered, muss man schon sagen. Dafür ist halt ein Demon Hunter overpowered. Ja. Ach, das sind ja Elite. Mhm, klar. Hier gibt's ab und zu auch mal ein paar Elite. So ist es nicht. Ja, ich hab's nicht direkt gesehen. Okay, erstmal nach rechts. Noch rechts. Nach rechts rum. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute eigentlich so viel Glück hatten, dieses Regenbogenschwert eigentlich mal zu finden. Und von wem das eigentlich gibt, das habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich. Irgendwie generell. Entweder gibt es generell nur sehr gering prozentual. Oder es muss sogar noch ein spezieller Gegner sein. Ich glaube ja, dass es ein spezieller Gegner sein muss. LOL, ich habe mich gerade gehalten. Verarschen. Da ist ein Goldie dabei. Da ist ein Goldener dabei, der Eis macht. Ich wollte es nur mal erwähnen. Mal rechtzeitig wieder. Hey, 304. Irgendwo hatte ich noch was liegen gehabt, glaube ich, aber ist egal. Macht jetzt auch nichts so aus. Ich glaube, ich muss mich mal parallel ein bisschen erkundigen. Woher es eigentlich das tolle Schwert gibt. Würde mich hier mal doch interessieren. Ne? Ja. Also warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal rechts rüber und dann wahrscheinlich links rüber. Na, rechts rüber dürfte wahrscheinlich Sackgasse sein. Und hier ist die goldene Blume. Skathach. Der Blasphemische. Aber noch nicht. Ist noch was? Langweilig. Weißt du, Cass, du hast das Regenbogenschwert, ey? Woher willst du nicht jetzt hier runter? Mm-mm. Alter, soll ich mal hier hin. Gibt's das von irgendeinem bestimmten? Blümchen sind so cool. Kannst du jetzt mal? Weißt du, wie der heißt?
Cass. Weil es diese blasphemische, komische Sonnenblümchen da, ich weiß, das war. Sonnenblümchen? Oh ja, ich weiß ja nicht, was das war. Blümchen halt. Oh, Nase juckt. Ja. Okay, hier ist zumindest mal Ausgang, aber nicht rausgehen jetzt, ne? Nee, nee. Ja, das ist halt in der Uni. Okay, ein kleines Pack aus Einhörnern, okay. Interessant. Gerade in so einem Goblin Rift, so ein Regenbogenkopf, wenn der so ein Tor aufmacht oder wenn du direkt ins Pony Level reingehst. Okay, hier ist Glitzertörtchen. Machen wir Glitzertörtchen mal klatsch. Klatschibatsch. Okay, der hat mal auch wieder nichts geschützt. Oh, klar. Captain Kamesins Garderobe. Nicht schlecht, geht's halt. Okay, mal wieder haben wir alles durchgemacht. Und siehe, alles aufgedeckt. Was geht? Von dem her. Ja. Und geht's jetzt wieder? Letztes Mal war es doch genauso, ne? Jetzt kommt der Goldrift, ne? Hm. Hör mal. Jetzt keine falsche Hoffnung bei irgendwem wecken, ja? Letztes Mal war es genauso. David! Psst. Durch. Au. Ja. Was ich halt schade finde, dass halt diese Gold, diese Double Goblins halt komplett rausgenommen haben. Das könnten sie doch so, keine Ahnung, hä? Es gab Double Goblins? Mhm, ganz am Anfang, wo jetzt das Ross rauskam. Das Reaper of Souls. Da war dann am Anfang immer Doppelgoblin. Also wenn du einen Goblin gefunden hast, dann waren immer Doppelgoblin. Und zwischendrin, was halt jetzt in der Zwischenzeit auch meiner Meinung nach seltener geworden ist, sind komplette Goblin Rifts. Das heißt, du hast eine komplette Ecke oder eventuell, wenn du richtig, richtig Luck hast, ein komplettes Level nur mit Goldgoblins. Was? Mhm. Sowas gibt es. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es immer noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall noch. Es ist natürlich gewesen. Es sind natürlich die goldenen Nase. Ah, okay. Cass hat es über das normale Pony-Level gefunden. Ja, klar, okay. Ja, klar. Kann immer sein. Naja, Ende November darf mich dann die Annika durch die Pony-Level ziehen. Ende November ist dann die Season vorbei. Hier geht's Lerix Anwesen. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen jetzt nördliches Hochland. Ich futter mal meinen Joghurt hier weiter. Nebenbei mal. Ich geh mal kurz kaufen. Hm? Ich geh mal kurz Kram verkaufen. Ich bin voll. Hm. Ich bin auch recht voll, okay, ich komme auch mal mit.
Ja, wir sollten mal wieder ein bisschen durchjumpen. Okay, interessiert sich wohl wieder für die Kamera. Magst du den Zuschauern Hallo sagen? Nein. Keine Lust. Passt doch zu meinem Goldrifting-Zeug. Na, das ist auf jeden Fall nice. Für alle Ungläubigen. Nutella und Naturjoghurt schmecken wirklich gut zusammen. Lecker. Natürlich kein Platz. Naja, wo habe ich denn eigentlich meine Goldsachen noch da? So, jetzt mal schauen. Der fängt schon an. Ich glaube, wir laufen jetzt mal ein bisschen mehr durch. Das ist immer toll. Das heißt, ich sterbe wieder am meisten. Eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Wenn Packs sind, so wie hier zum Beispiel, dann machen wir die halt gemütlich zusammen. Aber sonst. Gemütlich zusammen. Ja, passt doch. Gar nicht was wünscht. Meistens frisst mein Hund die sowieso schon auf, bevor wir großartig bei denen sind. Wenn es so kleinere Gruppen sind. Okay, jetzt schlafe ich gleich echt ein. War nur so zickzack, dass wir alles schön abdecken hier. Jetzt wieder hoch. Hier unten ist gar nicht so viel los. Bei den Viechern oben ist es meistens viel schlimmer. Da gucke ich auch ein bisschen mehr nach dir. Aber hier unten ist es eigentlich nicht wirklich schlimm. Deswegen latsche ich hier auch ein bisschen schneller durch. Aber ich finde, hier unten sind die Monster gar nicht so viel vorhanden. Oh. Truhe. Böse Truhe. Böse Truhe. Okay, nochmal böse Truhe. Gut. Das war wohl der Effekt, der nicht sein sollte. Mhm. Ja. Ach ja, 30 Sekunden. GZ. Okay, jetzt habe ich wieder was Blaues eingesammelt. Diesmal schmeiße ich es dir aber aus. Jetzt habe ich keine Lust dazu. So. Aufs. Falsch. Klappt zwar nicht. Nee, okay. Gut, dann laufen wir jetzt erstmal hoch. Wir müssen ja da hoch. Dann geht's ja erstmal weiter. Hey, Red Zombie. Moment mal kurz. David, ist für dich okay, wenn einer noch mitspielt? Sicher das?
komm rein, Red. Ich glaube, ich muss den jetzt einladen erstmal. Oh, schon wieder. Pony. Regenbogen? Ja, der aber nichts gedroppt hat. Bis mal. Dafür haben wir hier. Ja. Ist hier kein Problem. Ach, guck mal hier. Also. Da ist so dieses komische Machtding da. Red, wundere dich nicht, warum wir eigentlich bloß Qual 4 spielen. Ist ein kleines bisschen einfacher für David. Deswegen das Ganze. Hier sterbe ich nur 20 mal. 50 mal. Was, 20 statt 50? Ja, hier sterbe ich nur 20 mal. Mhm. Auf der Map. Und nicht 50 mal, wie auf Qual 6. Ja. So hat es jetzt auch nicht. Naja, gefühlt. Und Red, du weißt schon, dass wir keine Bounties machen, sondern dass wir nach Goblins suchen. Wollte ich nochmal sagen. Nur nochmal so zu rufen. Weiß ja nicht, ob alles mitbekommen wurde. Wir jetzt hier schon einen hatten. Werden wir ja wahrscheinlich nochmal einen kriegen, oder? Nee, normalerweise nicht. Aber ich bin doch immer Warum die. Rennen wir dann hier durch? Ich bin die Optimistin. Achso, du willst mich also nur gerne sterben sehen, ne? Genau. Nein, Quatsch. Das eine oder andere Mal gibt's auch mal zweimal, zwei Stück. Aber das ist wahrscheinlich wirklich selten dann, oder? Es geht. So. Der Strax im südlichen Hochland rum. Und Strax mal weiter hin. Zum südlichen. Mal gucken, wo der eigentlich schon. Ja. Er ist beim Mondclan. Okay, warum nicht? Da geht's in den Turm. Ja, hab ich auch. Ich wollte es nur noch mal sagen. Prächtige Truhe. Hm.
Aber wenigstens hatten wir mal einen Pony Rift. Das war ja schon mal cool. Ja, das war schon mal gut. Aber Gold Rift wäre mal richtig geil, weil dann könnte ich nämlich meine Goldsachen ausprobieren, die ich habe. Hast du extra Goldsachen dabei? Nicht dabei, aber ich würde dann kurz in die Stadt gehen. Also, ein Gürtel, wo dann, wo ich gerade gefunden habe, der setzt quasi die Verteidigung so hoch, wie viel Gold ich gerade gefunden habe. Das passt, weil das Problem ist, dass ich, wenn ich das anhab, viel zu wenig Schaden mache und viel zu wenig Verteidigung habe. Weil das Zeug gar nicht so wirklich gut für mich jetzt unbedingt ist, weil das eine ist eigentlich für einen Demon Hunter. Hat halt einen Endstein drin, mehr auch nicht. Und das nächste Problem wäre halt dann dementsprechend, dass die Schuhe, glaube ich, sind oder so. Ne, warte mal, Handschuhe sind es, genau. Die sind zwar ganz gut, aber das Problem bei denen ist dann wiederum, dass die halt auch nicht so gut sind wie meine, weil meine ja zum Set gehören. Und deswegen habe ich da das kleine Problemchen. So, ich habe gerade einen Leck gehabt. Ja, bei mir auch. Aber ich bin da Gott sei Dank nicht dran gestorben. Ja, warte mal, wie viel Life hast du? 396.000. Und wie viel Zähigkeit? Oh, ein Gobby! Ah! Ach nö, schade. Irgendwas mit 7 oder 8 Millionen. Warte. Okay. 7,625, jo. Dann fehlt mir echt nur Schaden. Ja, nee, kann sein. Fähigkeit, ich habe knapp 6,5 Millionen. Ja gut, aber... Ich hatte auch schon 7 Millionen, aber... Fähigkeit kannst du fast nicht genug haben, ehrlich gesagt. Weil die Fähigkeit, ja, die... Der 30 Millionen Fähigkeit hat, wenn ich dann keinen Schaden mache. Ja gut, natürlich muss es ausgeglichen sein, das ist schon klar. Aber trotzdem, prinzipiell gesehen. Du weißt, ich kenne mich mit dem Barb nicht so wirklich sonderlich gut aus. Ja. Wo läuft denn ihr jetzt hin? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich dachte, das bist du, wo ich hinterher bin. Genau, ich bin auch ein Demon Hunter. Ich hab da nicht so sehr drauf geachtet, ehrlich gesagt. Im nördlichen Hochland ist auch noch ein Ding. Achso, waren wir nicht im nördlichen Hochland? Ja, waren wir. Mal gucken, ob es blickt. Mal gucken, ob er es jetzt verstanden hat. Ich weiß es ja nicht, also vielleicht hat er ja Lust dazu, die Dinger zu machen. Ich habe nichts dagegen, warum auch nicht. Aber auf Bounty ist da haben wir uns jetzt eigentlich so nicht unbedingt geeinigt, oder? Also? Nö. Eigentlich nicht. Deswegen. Kommst du damit? Kern des Ariad? Was? Kern des Ariad? Das ist doch in den... Akt 3. Yep.
Okay, jetzt Moment. Jetzt verstehe ich gerade gar nicht mehr. Jo. Lustig. Wir schreiben jetzt in verschiedenen Chats. Ja, ihr seid Helden. Ja, ich hab's gerade selber gemerkt. Das ist wieder meine Intelligenz, was da wieder strotzt. Oh, ein Goblin. Ja, genau, jetzt lauf auch noch weg, du blödes Viech. Nein, natürlich nix. So viel Glück muss man ja haben. Aber dieses Scheißfeuer tut mir immer noch so weh. Ja, ja. Ja, das ist auch ein Scheißfeuer und ich will aber nicht da drauf drücken. Ich wollte eigentlich woanders drauf drücken. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt schon. Dann können wir ja gleich die nächste Map nehmen, oder? Ach nö, die Map geht eigentlich schnell durch, aber ich bin gerade sowieso voll. Deswegen kann ich gerade kurz. Die Map ist relativ kurz, deswegen. Die kann man schön durchratzen. Ich meine, ich werde die Zuschauer nicht ganz so spannend. Ja gut, aber prinzipiell gesehen, man sollte dich ja auch zwischenzeitlich hochleveln, so ist es ja nicht. Ja, also, ich bin ja jetzt schon Paragon 99. Das ist nicht wirklich viel. Hey, ich habe leider viel Paragons heute gemacht. Ja. Was? Ich habe heute leider viel Paragon-Stufen gemacht. Ja, nur prinzipiell gesehen ist, wenn man so von dem Normalen her denkt, ist das recht niedrig. Ich will dir da ja nicht ans Bein pissen. So ist es ja nett. Das weißt du. Oh, und da sind wieder die Kleinen zum Ratzen. Die sind so cool. Und die Großen. Yeah, eine verfluchte Truhe. Jetzt reicht's aber her. Bleib dir jetzt mal. Danke. Schön, das war's. Hier, was Blaues. Ein großer Hammer. Vielleicht hast du das Skin ja noch nicht. Arkan? Ja, genau. Ich habe mich auch noch rein. Und Eis. Ich liebe es. Gift. Hast du nicht gesehen? Ja gut, Gift macht mir jetzt nicht so viel. Das ist jetzt der kleinste Übel. Aber siehst du, das sind nochmal ein paar Fettis. Mit Eis, na toll. Dann hoch auf meinen hohen Kältewiderstand. Was ist da denn dran? Betritt das Asmodan. Ah, lol. Nein, kein Bock auf Asmodan. Turm der Verfluchten. Eins. Ach, probier mal durchzulaufen, Hasi. Okay, hier wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig für dich. Ach, Ivo, wie kommt der darauf? Na, jetzt ist wieder ein bisschen Platz. Ein paar kleine Rotzis. Warum kommen nach den paar kleinen Rotzis immer die großen Rotzis?
Weil es viel rostet. Ich merk's. Okay. Jetzt warte mal ganz kurz. Okay, das dürfte eigentlich nicht so das Problem jetzt sein. Nee, lauf mal. Ah, okay, da ist nichts. Komm, da verfluchten zwei gleich durch. Die schon wieder. Jetzt habe ich aber keine Lust. Das können sie nicht mal. Diese blöden Viecher hier, echt. Oh nee, lass uns hier runtergehen. Now I stand up, stop making my plans for the day. I take a shower, then my clothes and go outside and look at the sky. I never feel like I could make it or do it my way. Ich sag auch nichts mehr. Echt jetzt? Okay, hier ist wohl nichts mehr. Dann wieder zurück. Warte, nein. Da gehen wir jetzt nicht hin. Ich glaube, der war vorhin in Turm der verdammten Ebene 1. Wir gehen mal Akra. Ariadkrater. Mal kurz. Welche Ebene? 2. Ja, da waren wir nicht. Ich glaube nicht, nee. Ist ja noch nicht, ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lass die einfach. Oh, du bist da drüben. Hm. Und Akan. Und George. Also das fühle ich mich nicht. Ja. Aber hier ist eigentlich meistens nie großartig was gewesen. Nicht wirklich. Egal, wir ratzen jetzt mal ein bisschen durch. Guck mal, dass du an denen so vorbeikommst, so irgendwie. Ja,
Kommst du durch? Noch ja. Ich guck, dass ich es immer ein bisschen minimiere. Und ich habe einen Goblin gefunden. Wegen rotzen wir die jetzt erstmal. Hier alle so weit weg. Warum auch nicht? War ja gar nicht klar. Wir haben ja heute wieder so ein gutes Gefühl bei den Viechern. Gut, jetzt machen wir aber definitiv ein anderes. Turm der Verdammten war er, glaube ich, deswegen Ariad Krater 1. Ein Giftdämon, der ist so bläh. Eine gute Taktik, durch die ganzen Viecher durchzukommen, ne? Was? Pirouetten zu drehen. Ne, Pirouetten zu drehen. Achso. Ja. Guck mal einfach mal da hinten. Nein, okay. Na, komm wieder ran. Ist ja blöde. Okay, einmal umdrehen. Da ist Ende. Gelände. Noch ein bisschen was zum Durchsuchen. Hier ist ein Goblin. Ich bin aber mal in deine Richtung. Okay, eigentlich, das war jetzt nicht so ganz geplant, aber okay. Ja, von wegen. Ja, das hat dann ein bisschen Speed drauf gekriegt, aber jetzt sind meine Viecher dran. Es geht mir langsam echt auf den Zeiger. Dass du nichts mehr findest, wo das irgendwie jetzt hier bestätigen würde, dass da irgendwas wäre. Wenn ich nicht wüsste, dass es zwischenzeitlich doch mal funktionieren würde. Hätte ich schon längst alles aufgegeben. Hm. Gehen wir mal doch Turm. Ich geh mal ganz kurz was gucken. Ich komm gleich in die Stadt. Brauchst gar nicht so großartig kommen. Ja, der ist hier schon komplett durch. Obwohl, da ist noch die andere Richtung. Ich guck grad mal geschwind. Ist wahrscheinlich nichts Großartiges, aber. Nö. Nicht wirklich. Nee, da ist nix. Okay. Dann komm ich mal in die Stadt. Ja. Oh, wir können jetzt noch einen großen Rift machen, wenn du willst. Ja. Einen kleinen, einen süßen Rift. Das ist nichts Besonderes, aber mal gucken, was du bist. Ja, nee.
mal gucken, was Kadala hergibt. Muss ich ja nicht, die ist doch hier vorne nicht. Ja. Hab ich mir gar nicht gedacht, dass sie sowas nicht hergibt. Nee? Was ist das? Ja. Ja, passt schon. Aber diesmal machen wir so weit, wie wir kommen. Machen wir nicht von Anfang an. Sondern machen einen, höchstens zwei Gescheide. Okay. Okay. Also, hau raus, was dann Damage hergibt. Haben wir auch einen sehr starken Demon Hunter dabei. Deswegen. Lol, ich bin tot. Schon one hit. Ja, das wird ein bisschen schwieriger. Und ich war auch tot. Einzige, wo noch überlebt. Okay, ist in die Stadt zurück. Alles klar. Somit können wir uns in der Stadt wiederbeleben. Jetzt haben wir 29. Ihr könnt da mal rein. Ah, geht's halt zu deiner 100 nur mal so ganz nebenbei, gell? Hä? Ich darf die Typen nicht mal aus der Entfernung sehen. Ich bin instant tot. Die haben das jetzt selbst nur 26er gepackt, ne? Was? Du weißt, wir haben selbst bisher nur 26er gemacht. Ja gut, ich habe auch schon höher geschafft, aber... So ist es nicht. Auch bis 32, glaube ich. Da habe ich aber auch nicht gestreamt. Aber, muss trotzdem nicht sein.
Na komm. Go, go. Muss ja keine Reparatur kaufen. Ja. Muss dann einfach stehen. Mach die mal. Na, ich muss ja trotzdem auf Zeit gehen. Er kriegt das ja bestimmt locker hin, aber. Demon Hunter in dem Fall ist echt langweilig, ey. Der rotzt hier auf, bloß im Dreieck rum, ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie interessiert mich Demon Hunter nicht allzu sehr. Auch wenn ich ihn zwischenzeitlich ganz gerne spiele, aber so im Endstadium, naja, weiß auch nicht. Ja, das ist irgendwie ein bisschen fail. Da kann auch schon so viele Begleiter und dann müssen wir nicht spawnen, was machen wir, muss Türme stellen. Ja, die Begleiter sind halt, da musst du auch Task und Heroes haben, damit die nochmal zusätzlich haben. Natürlich, also zusätzlichen Damage und erhöhten. Das Problem ist aber einfach, dass Demon Hunter mich rein von der Spielweise nicht interessiert. Er ist ein sehr, 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 sehr starker Charakter, ohne Zweifel. Aber mir persönlich ist er auch irgendwie ein bisschen zu langweilig. Also, ich bin froh, dass meine wenigstens dann so zwischenzeitlich dann auch diese Bewegung macht, dass ich meine Viechis habe. Deswegen, mich interessiert zum Beispiel auch mein Jade-WD eigentlich nicht ganz so sehr, deswegen spiele ich den auch so selten, wie jetzt mein Pet-WD. Deswegen, und okay. Das ist halt für mich auch ein krasser Unterschied. Also, finde ich jetzt auch persönlich, deswegen, ich finde das halt ein bisschen langweilig. Aber jedem das sein ist ja okay. So ist es ja auch gedacht, dass jeder seinen Lieblingscharakter da eigentlich auch mit reinfindet. Ist ja auch voll in Ordnung. Was ich halt schade finde, dass ich halt vom Monk ein bisschen abgekommen bin, weil der hat mir am Anfang am meisten Spaß gemacht. Aber irgendwie hat es mich dann irgendwann so arg deprimiert, dass ich die ganze Zeit nichts wirklich Gescheites gefunden habe. Und ich gesagt, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Und das war halt das, was ich halt echt übelst scheiße fand. Ich habe die total gerne gespielt. Und irgendwann wurde es dann alles andere zu stark und ich war immer noch scheiße equipped. Also hat es irgendwann für mich nichts mehr wirklich, kein Spielspaß mehr gehabt irgendwo. Ich dann gesagt habe, das ist alles ein bisschen scheiße. Deswegen. Du weißt aber schon, dass du beim Boss das ein oder andere Mal bestimmt draufhauen darfst, ne? Sonst kriegst du eventuell nichts. Da möchte ich bitte nicht dran. Musst du mich dann während dem Bosskampf halt aufstellen. Ja. Eieieiei. Bin ich heute knacke hier. Ja, du weißt, du stehst in der Suppe drin, die dich langsam. Was, die du langsam was? Die dich langsam getötet. Ja, dann wärst du schon rausgelaufen. Nein, du! Achso. Ja. Oh, Feuerkette. Feuerkette ist nie gut, Feuerkette ist nie gut. Meine Viecher können da gerne dran stehen bleiben. Macht das nicht ganz so viel aus. Wow, ja, das war irgendwie zu viele Viecher. Alla, was geht denn jetzt ab, ey? Also so oft sterbe ich normalerweise nicht. Aber ich bin heute irgendwie echt überhaupt nicht wirklich auf voller Spur, das geht gar nicht. Es ist eine Katastrophe gerade. Echt jetzt? Hm?
stehst du ganz hinten und Eis hat dich getötet. Jo. Was gedacht? Bin eigentlich aber gerade extra aus dem Scheiß rausgesprungen, aber da haben sie nochmal einen neuen gespawnt, die Blöden. Ja. Fast schon normal. Kennt man ja fast nicht anders. Naja, da werde ich nicht hin. Das ist recht normal. Also ich schätze mal, dass er jetzt gerade so 1,5, 1,4 Schaden auf jeden Fall hat. Jo. Der bestimmt Full Marodeur. Hat das. Oh, wenn ich wüsste, wie es heißt, dann könnte ich sagen. Die Beihand, wo man braucht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, hey. Oh, leck mich doch mit deinem Arkan her. Oh, fickt euch doch. Echt wahrhaftig. Hase, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, 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 weg. Talent, sogar der Demon Hunter, der da fast drauf geht. Ja. Na super. Ja, jetzt hab ich die Bossflieger am Arsch. Ja, er probiert mich gerade aufzustellen. Alles klar. Siehst du stirbst weniger wie ich. Ja, ich bleib auch mehr hinten wie du. Ja, in dem Fall muss ich sagen, bist du intelligenter wie ich. Alter! Warum funktioniert meine scheiß Maus nicht, wenn ich draufklick, dass es nicht... Oh. Frust rauchen. Ja, meine Kühe machen die Viecher fertig. Oder auch nicht. Die greifen die gar nicht an. Warum nicht? Haben sie Angst? Keine Ahnung. Jetzt sind sie auf einmal weg. Ich werd wahnsinnig, ey. Wo bist denn du eigentlich? Weiter hin, weil ich ein Elite-Insekt am Arsch hab. Immer noch? Ja! Moment, ich komm. Jetzt hat noch 290 Millionen live. Ich renn mit dem Scheiß bis zum Ende der Map gerade. Komm wieder ja. Entgegen. Ja, wollte gerade sagen, komm mal wieder lieber entgegen, danke. Bitte schön, hier. Meine Güte. Alter. Du sollst doch nicht... Ja, du sollst ja auch nicht vor uns davonrennen, nur weil ein Insekt hinter dir ist. Dann musst du irgendwie austricksen. Hättest doch hier die ganze Zeit im Kreis laufen können, hä? Ja, super. Wenn sich das Ding splitten kann, wenn ich zu nah rankomme. Ist es ein bisschen schwierig, wenn es mich one-hitten kann. Dann wärst du halt mal gestorben, ist ja nicht so schlimm. Nee. Ach, leck mich doch am Arsch.
Ich hoffe, wir sind bald fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Heute ist irgendwie echt. Ja, ich habe heute echt einen Arsch offen, hey, keine Lust mehr. Geht mir auf den Sack gerade. Red ist natürlich bestimmt auch total enttäuscht von mir. Aber naja, was soll's. Ich kann nicht zaubern. Okay, wieder blauer dabei. Ach, jetzt leck mich doch, was hat mich da getötet, bitte? Ich hab keine Ahnung. Bogenschütze, ey, Alter. Ah, letzter Speicherpunkt, Mann, komm schon. Hey Gott, das geht mir doch jetzt langsam auf den Sack, ey. Allmählich habe ich echt die Faxen, dicke Mann. Das ist immer das, weißt, wenn die Gruppe komplett aus Leuten zusammen besteht, die wirklich was drauf haben. Okay, dann bin ich ja eventuell sogar noch die Schlechtere. Okay. Aber das Problem ist einfach, wir haben keine volle Gruppe und wir haben jemanden dabei, der mehr erwartet und wir haben jemanden dabei, der weniger kann. Und wir haben jemanden dabei, der überhaupt gerade nichts kann, wie ich. Lol. Alter. Jumped. Bei mir hat er gerade zwei komische Augen, weil meine Viecher dran sind. Auf der Map. Ja, mach die Türe bloß nicht auf, sonst kommen die Viecher noch von hinten. Ach nee, kann gar nicht sein. Die sind ja alle tot. Wenn der kommt, stimmt ja. Gott sei Dank. Ich vergesse das immer ganz gerne. LOL! Okay, ich habe versucht Schaden zu machen. So viel AOE, da komme ich. Ja, ich. Ja, doch. Hallo. Warum verflucht nochmal machst du keine Attacke? Willst du mich verarschen? Die macht die ganze Zeit ihre Auto-Hit. Die Frösche da. Nein! Ich hab grad was anderes gemacht. Oh Gott, hab ich da viel Lachis rumliegen. Vier oder fünf Stück? Ich hab drei. Alter Schwede. Ach, mal wieder Rekord. Ja, stimmt. Du bist gerade ein Level hoch. Nee, ich bin ein Level hoch. Mhm. Boah, ich kann nicht mal mehr schreiben, ey. Also hier Edelstein. Edelstein. Ich hab keine Lust mehr. Geht mir grad schon wieder tierisch auf den Sack. Oh. Sorry, ich hätte vorher fragen sollen. Oh, bei mir ist okay. Ich kann mich manchmal nicht selber leiden, Herr.
Aha. Sorry, Leute. Bin heute echt zu nichts zu gebrauchen. Ja, da fehlt halt Schaden. Warum fehlt da Schaden? Ah, weil ich gerade drauf habe. Was bist du denn? Neutrales Amulett. Obwohl für die. Das kann ich mal aufheben für die Dinge. Oh, ein Flug. Ja, ein Scheißtag hat man nun auch leider mal. Geht halt leider nicht immer so tolle. Hoffentlich wird es morgen besser. Ich muss sowieso erst mal gucken, wie es morgen läuft. Ich muss auch noch mal reinschreiben, dass die Uhrzeit anders ist. 19:30 Uhr könnte ich vielleicht sogar schaffen, aber ich weiß nicht, wie fertig ich morgen bin. Aber ihr werdet es mitbekommen, ob ich dann online bin oder nicht. Kriege ich eine okapische Schlange, eine bessere? Nein, kriege ich nicht. Hab mich auch gewundert. Aber mit Money könnten wir auch mal wieder was machen, ne? Den ignoriert man in letzter Zeit irgendwie auch ein bisschen. So, unbewusst. Kommt mir so vor. Oh, Mann. Ey, ja, komm. Alter, ich habe heute die Verpeilung schlecht hin. Hey, das geht gar nicht. So, Leute, ich beende das hier mal, weil heute ist echt ein grausiger Tag. So oft wie ich gestorben bin, hätten wir wieder einen Death Counter-Run machen können. Ich danke euch ganz herzlich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem ein bisschen genossen. Morgen, wie schon gesagt, muss ich schauen, weil ich morgen früh im Krankenhaus bin. Muss gucken lassen, was mit mir jetzt eigentlich los ist. Weil allmählich geht es mir etwas auf den Sack, dass ich die ganze Zeit keine Medikamente mehr bekommen kann. Wegen meiner Multiple Sklerose. Ich hoffe, dass es bald mal besser wird. Und dass wir uns morgen Abend, dass ich da nicht so fertig bin. Kann euch aber leider nichts versprechen. Um 12 ist es definitiv nicht. Ich werde auch nochmal reinschreiben, dass es eventuell um 19.30 Uhr ist. Aber es sein kann, dass es eben nicht stattfinden kann. Am Mittwoch, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Auch um 12 Uhr. Habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nichts vor. Ihr werdet es aber erfahren. Guckt immer zwischenzeitlich auf meinen Stream drauf, ob da irgendwas dran steht. Ich werde es da immer ja reinschreiben. Ich gucke auch, dass ich es mal zwischenzeitlich nicht ganz vergesse, dass ich es auf Facebook poste, so ganz nebenbei. Aber auf jeden Fall Dankeschön. Ne? Würde mich natürlich für ein Follow freuen. Habt noch einen schönen Abend, habt morgen einen schönen Tag, falls man sich nicht sieht. Hab euch lieb, bye bye und Dankeschön fürs Zuschauen.